Hallo, herzlich willkommen zum digitalen Hochschulinformationstag 2020 der Technischen Hochschule Bingen. In der nächsten Stunde werden sich die Studiengänge des Fachbereichs 1 Life Science and Engineering vorstellen. Dazu begrüße ich ganz herzlich zum Studiengang Umweltschutz Frau Christina Anding und Sina Horsch. Der Studiengang Klimaschutz und Klimaanpassung wird vertreten von Professor Pantarow, Laura von Rutten-Restrepo und Alexandra Miel. Hallo. Die Agrarwirtschaft wird vorgestellt von Professor Tös und Christopher Köhnen. Die prozesstechnischen Studiengänge regenerative Energiewirtschaft und Versorgungstechnik, Energie- und Verfahrenstechnik sowie Prozesstechnik werden vorgestellt von Professor Seifang, Irene Kuang und Jan Wußmann. Hallo. Und zu guter Letzt werden uns Professor Lehmann und Mike Heider die Biotechnologie und die medizinische Biotechnologie näher bringen. Hallo. Doch bevor wir starten, möchte sich gern unser Präsident, Professor Becker, mit ein paar Worten der Begrüßung an Sie richten. Herr Becker, bitte. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserem digitalen Hochschulinformationstag. Bevor sich die Studiengänge vorstellen, möchte ich doch noch ein paar Worte zu unserer Hochschule sagen, der Technischen Hochschule in Bingen, die doch einige Besonderheiten hat. Zunächst einmal sind wir sehr stolz darauf, dass wir die älteste akademische Einrichtung in Rheinland-Pfalz sind und eine der ältesten Fachhochschulen in Deutschland. Denn wir wurden ja bereits 1897 als klassische Ingenieurschule gegründet. Und wir können sagen, dass wir auch nach 120 Jahren diesem Motto treu geblieben sind. Wir sind heute auch noch eine 100% MINT-Hochschule. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen mehr zu bieten. Wir freuen uns, dass wir eben für unsere 2600 Studierende die Hochschule der kurzen Wege sind. Nah am Prof ist unser Motto. Bei uns wird die Praxis sehr, sehr groß geschrieben. Wir haben eine, wie ich finde, sehr tolle Laborausstattung, wo unsere Studierende eben praxisnah ausgebildet werden. Wir haben kleine Lerngruppen und wir haben natürlich gute Betreuungsverhältnisse. Eine weitere Besonderheit unserer Hochschule ist aber die Lage. Natürlich liegt Bingen am Rhein wunderschön, aber das ist sicherlich für den Studierenden nicht so interessant. Aber wir befinden uns ja hier in einer der Wachstumsregionen, Mainz-Bingen, wo es sehr, sehr viele Arbeitsplätze gibt. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit den Unternehmen hervorragend vernetzt sind, gerade auch über die dualen Programme, die ja auch heute vorgestellt werden. Und ich denke mal, mit einem Studium in Bingen kann man sagen, hat man beste Berufsaussichten. Aber bevor das natürlich soweit ist, müssen Sie sich entscheiden für ein Studium. Und dazu dient ja heute unsere Veranstaltung. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß und bis dahin bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Becker, für diese begrüßenden Worte. Ein Wort noch vorneweg. Wir sind live und ich möchte Sie gerne dazu einladen, Fragen im Chat zu formulieren, die wir dann im Zuge der Vorstellung oder in der Fragerunde ganz am Ende gerne für Sie beantworten werden. Mein Name ist Janosch Selzer und ich werde Sie durch die kommende Stunde moderieren. So, als erstes geht es um den Umweltschutz und dazu bitte ich dann noch einmal Frau Anding und Sina Horsch zu mir. Hallo. 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 Sina, erzähl doch mal, wie kamst du auf den Studiengang Umweltschutz? Was waren die ausschlaggebenden Faktoren für dich? Wie bist du aber aufmerksam geworden? Ich glaube, also wie ich damit angefangen habe, mich für Umweltschutz zu interessieren, weil ich meiner Meinung nach finde, dass sowas wie BWL und Jura nicht gelebt werden muss, wie jetzt beispielsweise der Umweltschutz beziehungsweise in einem anderen Maß, begann es bei mir eben, dass ich Vegetarierin ganz früh wurde und irgendwann dann auch Veganerin und mich dann halt auch mit den Umweltaspekten beschäftigt habe und irgendwann von der Schule aus einer Veranstaltung in Trier, da bin ich dann hingegangen und da gab es dann so einen Hochschulinformationstag auch sozusagen und da war die TH Bingen auch vertreten mit einer Studentin von Umweltschutz und die war den gleichen Humor, die hatte eigentlich so das gleiche, ja, die gleiche Vorstellung vom Leben und dann dachte ich, ja, warum nicht? Wenn die genauso ist wie ich, dann passe ich da wohl ganz gut rein. Ja. Schön.
In welchem Semester bist du jetzt? Also hast du die Studentin wieder getroffen hier in der Hochschule? Nee, ich glaube, die war dann wirklich so im Abschlussjahr, so im sechsten Semester und hat dann ihre Praxisphase gemacht und den Master dann nicht an der TH, was man ja aber auch machen kann. Und ich habe sie leider nie wieder getroffen. Ich wollte mich auch bei ihr bedanken, aber nee, war weg. Vielleicht trittst du ja in die Fußstapfen und man sieht dich irgendwann auf einer Hochschulinformationsveranstaltung in Trier zum Beispiel. Vielleicht, ja. Ja. Tina, was kommt denn auf die Studierenden im Studiengang Umweltschutz zu? Ja, hallo erstmal. Schön, dass Sie zugeschaltet haben. Danke, Janosch, für die Moderation. Ja, was kommt auf die zu? Man muss ein bisschen schauen. Es gibt diese klassischen Grundlagenfächer, durch die muss jeder so durch am Anfang des Studiums. Ich denke, das lässt sich auch nicht vermeiden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Basis, dass man einfach so einen soliden Grundstock baut, um eben auch einfach dem Arbeitsmarkt nachher gerecht zu werden. Weil mittlerweile muss man ja sagen, dass das Feld des Umweltschutzes eben nicht mehr so ganz klassisch eng gelegt ist, sondern sehr, sehr viele Überschneidungsbereiche zu anderen Themenfeldern auch da sind. Und dem soll bei uns auch so ein bisschen Rechnung getragen werden, dass wir eben wirklich diese Fächer wie Mathe, Chemie, Biologie am Anfang dann natürlich als propädeutische Fächer, als Startfächer für die Grundlagen machen und dann eine Spezialisierung im späteren erfolgen kann. Das ist natürlich klar. Also das heißt, wenn jemand dann noch sagt, ich habe Schwerpunkte, die ich gerne ausbauen möchte, also wir haben dann also diese klassischen Schwerpunkte, wie zum Beispiel natürlich den ökologischen Umweltschutz oder dann kann man sich im technischen Umweltschutz spezialisieren. Wichtig sind aber auch die Felder Umweltrecht oder Umweltökonomie. Das kann man dann eben nachfolgend so ab dem vierten Semester durch Wahlpflichtfächer natürlich noch ergänzen und dann seinen eigenen Schwerpunkt wählen. Wie sieht das mit Praktika aus? Also da legen wir schon auch sehr viel Wert drauf. Ich selber veranstalte einige Praktika in dem Bereich. Ich bin Assistentin und dadurch habe ich mit der Frau Horsch natürlich auch schon persönlich zu tun gehabt und freue mich, dass sie heute hier ist. Grundsätzlich haben wir auch einen neuen Ansatz. Das heißt, man kann nicht nur die klassische Linie fahren, die natürlich in vielen der Modulen auch praktische Übungen beinhaltet, sondern eben noch zusätzlich eine Option, einen praxisintegrierten Studiengang oder Studienverlauf zu wählen. Das heißt, da ist es dann so, dass man nach dem normalen Durchlaufen dieser Grundfächer letztendlich dann wirklich in einen großen Praxisblock geht, dass man eine Großzeit oder anderthalb Semester sind es letztendlich geplant, außerhalb der Hochschule dann Vollzeit in einem Unternehmen zum Beispiel zubringen. Das muss nicht ein Unternehmen, das kann auch eine öffentliche Einrichtung sein, ein Amt oder ähnliches. Und da dann wirklich ganz, ganz nah an dieser Praxis arbeitet. Das ist, denke ich, vor allem für die sehr interessant, die vielleicht auch von vornherein schon wissen, wo sie hinwollen. Und wir haben ganz, ganz viele Studierende auch, die eben nicht direkt klassisch von der Uni kommen, von der Uni, aus dem Abitur oder so kommen, sondern vielleicht auch über den zweiten Bildungsweg oder so, den dritten dann letztendlich, wenn man das so nennen darf. Und die wissen halt ganz genau, dass sie das als Aufbau zum Beispiel für eine Ausbildung auch nutzen wollen und haben natürlich dann sehr klare Vorstellungen. Und für die kann es oftmals, ja, ein großer Vorteil sein, dann bereits im Unternehmen das alles anzuwenden und auszubauen, was sie auch schon mitbringen können und diesen Schwerpunkt wirklich im Rahmen dieser Spezialisierungsoption sozusagen noch, ja, zu verbessern. Sina, bei dir scheint es ja so gewesen zu sein, dass du da sehr idealistisch zumindest in der Auswahl deines Studiengangs warst. Ne? Dass man, da geht man mit gewissem Herzblut rein und denkt, um die Welt zu verbessern, ist Umweltschutz zentral. Das kann man sich ja durchaus überlegen. Wie sehr ist denn der harte Aufprall oder wie sehr wird man so ein bisschen na, zu doch diesen Kernfächern, die Frau Annika angesprochen hat schon, Mathe, Physik, Chemie, wie unromantisch wird das nachher? Also kommt man da einigermaßen durch oder kommt man auch wirklich schon sehr, sehr früh in Kontakt mit konkreten Anwendungen des Umweltschutzes? Also jetzt mal zu den harten Fächern, sage ich mal ganz kurz, also so Chemie und alles, das ist natürlich am Anfang schon erstmal eine Bombe, weil ich hatte persönlich, also ich habe direkt Abitur gemacht, war dann ein Jahr, sage ich mal, habe ich Auslandssemester oder Auslandsjahr gemacht und dann zu Chemie und das war für mich hart, aber eigentlich nicht wirklich das Problem, weil man kann die Fächer mit bisschen Fleiß auf jeden Fall schaffen, also das ist auf jeden Fall machbar. Und dann hat man ja immer diesen Ansporn, dass, sag ich mal, wenn die harten Nüsse geknackt wurden, sage ich mal, dass man dann irgendwie die guten Fächer bekommt. Und ich muss sagen, jetzt das sechste Semester ist wirklich toll, also dass man auch wirklich so, ja, Tools lernt, womit man die Umwelt wirklich später schützen kann. Ich meine, meine Auffassung war auch, dass ich die Welt rette, wenn ich diesen Studiengang
studiere. Das ist natürlich jetzt nicht ganz der Fall, aber man kriegt halt wirklich ganz schön viele Einblicke in verschiedene Richtungen. Und ich zum Beispiel habe mich auch eher auf diese ökologische Richtung beziehungsweise sogar auf diese Klimarichtung fokussiert und habe auch ein paar Fächer vom Klimaschutz belegt, weil das kann man eben auch machen. Das ist ganz praktisch hier, dass man eigentlich auch aus anderen Studiengängen alles Mögliche wählen kann, was einen interessiert. Und ich fühle mich auf jeden Fall vorbereitet, so ein bisschen die Welt zu retten. Vielleicht jetzt nicht durch Chemiker oder Physik, auf jeden Fall ein Einblick, was ich machen könnte. Ja, genau. Ich denke, ja. Wenn ich mich da kurz einschalten darf, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da eben auch eine große Flexibilität hat, wenn es um diese Wahlpflichtfächer geht. Also zum einen natürlich auch mit den, das, der Herr Becker hat es ja schon angesprochen, mit der kleinen Hochschule, dass wir eben sehr, sehr eng miteinander sind. Man kann also auch aus anderen Studiengängen gegebenenfalls Wahlpflichtfächer noch einbinden, immer nur in einer bestimmten Leistungspunktzahl natürlich. Aber da gibt es eben doch viele Optionen, dass da nachher ja auch so das eigene Wunschempfinden auch gleich befriedigt werden kann. Das ist natürlich wichtig, denke ich. Und angenommen, man ist durch und hat den Bachelor, eventuell Master, in welchen Berufsfeldern komme ich dann als Umweltschützer, als studierter Umweltschützer unter? Also was sind denn, meine Dina, was schwebt dir vor? Oder was sind so allgemein die Hauptauffangbecken für Absolventen? Ja, also ich wollte jetzt auch noch meinen Bachelor erstmal einen Master machen und ich würde gerne in die Alpenregion gehen. Aber es ist natürlich sehr vielfältig. Wie gesagt, man kann eben in die Anlagenplanung gehen und eher in die Ingenieursrichtung etwas machen. Man kann aber zum Beispiel auch in die Landschaftsplanung gehen. Man kann in der Taxonomie unglaublich viel machen, also dass man Arten bestimmt und da eben dann auch zum Beispiel bei so Fachgutachten so planungsrelevante Arten bestimmt. Man kann in Ämter gehen, wenn man dazu Lust hat, aber ich persönlich glaube, ich würde, also mein Beruf muss auch erst geschaffen werden, den ich mir erträume. Ich würde am liebsten in einem Naturschutzgebiet oder im Nationalpark in Bayern oder wie gesagt in den Alpen arbeiten und vielleicht auch ein bisschen in die Umweltbildung Richtung gehen. Aber es steht einem wirklich sehr viel offen, man muss halt einfach nur entscheiden, was man möchte am Ende. Also die Ideen sind grenzenlos, sage ich mal. Ja, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, genau, dass man sich so ein bisschen, das haben wir auch in uns, oder ich habe es in meinem Studium auch schon gelernt, dass man sich so ein bisschen selber sein Berufsfeld schaffen muss oder den Rahmen dafür setzen muss und dass eben das Studium nur so den Grundstock mitliefern kann und einen natürlich methodisch idealerweise darauf vorbereiten kann, da die ganzen Herausforderungen dann auch meistern zu können. Das sehe ich auch so, dass hier ist ein sehr, sehr weites Feld, wo man sich dann üben kann, sozusagen. Auf jeden Fall. Ja. Schön. Gut. Vielen Dank. Eben wurde ja bereits von der Sina die Vorlesung, glaube, was war das? Chemie? Nee, Klimaschutz angesprochen. Ach so, Klimaschutz ja. angesprochen. Ach so, ja. Ja, damit hast du praktisch schon indirekt die Vorlage gegeben für unsere nächste Vorstellungsrunde. Gerne. Danke mich bei euch beiden. Vielen Dank. Und bitte Professor Panferow, Laura von Rutten-Orestrepo und Alexandra Mehl zu mir. Ja, hallo. 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 Ja, vorweg vielleicht auch einmal die Frage, einmal bei den Studentinnen, wie kam es zur Wahl Klimaschutz und auch wie kam es zur Wahl Standort Bingen? Das wird ja auch nicht nur bei uns angeboten, das Studium, sondern mehreren Hochschulen. Wie kamt ihr hierher? Ja, ich würde mal anfangen. Also ich habe auf den klassischen Weg Abitur gemacht und wusste dann auch, dass ich in die Richtung Umweltschutz studieren will. Habe dann vorher an einer anderen Hochschule auch etwas anderes studiert, Wirtschaftsingenieurwesen mit Umweltplanung. Da habe ich aber im Studium vor allem gemerkt, dass mich der Klimaschutzanteil viel, viel mehr interessiert als der Umweltschutzanteil. Natürlich interessiert mich auch Umweltschutz, aber vor allem die Klimatologie hat mich interessiert. Und dann habe ich mich in der Umgebung angeboten, es an Studiengängen dafür gibt. Und die TH Bingen hat mich vor allem überzeugt, dadurch, dass es halt kleiner Standort ist und du bist dann nicht in einer großen Hochschule oder Universität, wo du nur eine Matrikelnummer bist und unbekannt für die Dozenten, sondern du kannst auch Kontakt zu den Dozenten aufbauen, kannst aktiv immer mit ihnen schreiben, die antworten auch sofort direkt. Und dadurch, dass wir auch so ein kleiner Studiengang sind, kann man auch viel besser Kontakt zu seinen Kommilitonen aufbauen.
Ja, also bei mir war es witzigerweise relativ ähnlich. Ich habe auch mit, oder was heißt auch, ich habe mit Umweltschutz angefangen und habe dann im dritten Semester zu Klimaschutz gewechselt. Und ich habe mich für die TH Bingen entschieden. Also ich hatte damals eigentlich zwei Möglichkeiten, ob ich jetzt zu der TH möchte oder zu einer anderen Hochschule. Und bei mir war es eigentlich eine reine Bauchentscheidung. So im Nachhinein bin ich auch unglaublich froh, dass ich mich für die TH Bingen entschieden habe, aus den bereits genannten Gründen, weil es eine relativ kleine Hochschule ist. Bei mir im Semester, ich bin jetzt gerade im sechsten Semester, sind zum Beispiel 14 Studierende. Dadurch kennt man sich untereinander, der Professor kennt einen. Bei Fragen stehen die Professoren einen eigentlich immer zur Verfügung. Wir haben einen relativ hohen praktischen Anteil. Das heißt, wenn wir später ins Beruf kommen, können wir was mit dem ganzen Zeugs anfangen, das wir tatsächlich gelernt haben. Außerdem ist es unglaublich cool, dass man sich bei uns in der TH auch wirklich einbringen kann. Ich bin zum Beispiel auch im Master und dadurch wird das eigene Studentenleben auch total bereichert. Das heißt, die TH ist für mich nicht einfach ein Ort, wo ich hingehe, um mir Wissen anzueignen, sondern ein Ort, wo ich tatsächlich gerne bin. Ja. Herr Panzerhoff, wir haben jetzt von zwei Studentinnen hier gehört, die einmal aus dem Bereich Umweltschutz und auch, was war das, in der Wirtschaftsingenieurwesen, meine ich, war das, oder? Genau, ja. Praktisch übergesiedelt sind zu Ihnen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. Was macht Ihren Studiengang denn aus und so besonders? Ja, es ist ja was ganz Besonderes. Natürlich, also ich muss ja erstmal natürlich sagen, dass Umweltschutz war auch was Besonderes. Unsere technische Schule, damals hieß es, glaube ich, noch die Fachhochschule, war der erste, der auch Umweltschutz eingeführt hat vor mehr als 40 Jahren. Und in 2014 sind wir auch die erste und die einzige, die Klimaschutz da eingeführt hat. Deshalb Studiengang ist schon ziemlich besonders. Aber die häufigste Frage, die ich ja eigentlich bekomme ständig, war, was heute schon mehrmals erwähnt wurde, wie wechsle ich? Und wenn wechsle ich, warum wechsle ich? Oder die Abiturienten fragen, was so, also das kommt tatsächlich so direkte Frage, was soll ich studieren, Umweltschutz oder Klimaschutz? Und ich als Studiengangsleiter von dem Klimaschutz muss natürlich normalerweise antworten, natürlich Klimaschutz. Aber ich bin ja ganz schon ehrlich und ich sage immer, ja, Sie müssen doch schon entscheiden selber, was Sie am meisten interessiert. Die Themenbereiche sind tatsächlich sehr verwandt, sehr ähnlich zueinander. Sie haben es selber gehört, also die Wahlpflichtmodule kann man wechseln, kann man aus unterschiedlichen Studiengängen dann nehmen. Das stimmt schon. Und da wir verstanden haben, dass die Themenbereiche so ähnlich sind, haben wir es auch so geplant, dass die jungen Leute, die sich noch nicht ganz so gut entschieden haben, auf welche Art und Weise sie die Welt retten wollen, dass sie tatsächlich da so die Studiengänge wechseln können. Und besonders im ersten zwei, drei Semester ist das tatsächlich problemlos möglich, wie Frau von Rudner schon erwähnt hat. Diese Grundlagen sind fast identisch. Wir haben natürlich Unterschiede und spezifische Module, aber die sind mehr oder weniger tatsächlich ähnlich. Und da kann man tatsächlich im Laufe von ersten zwei, drei Semester entscheiden, nee, das technische Umweltschutz interessiert mich doch mehr oder doch, nein, CO2-Fragen interessieren mich mehr. Und das funktioniert tatsächlich. Wir beobachten kontinuierliche Ströme hin und her, also zwischen der Umwelt und Klimaschutz. Das funktioniert prima. Die Fragen sind ähnlich, Themenbereiche sind ähnlich, aber doch unterschiedlich. Ich muss ja sagen, klar und deutlich, also der Klimaschutz ist fokussierter. Sie haben gerade von Frau Hosch gehört und Frau Antin Kauch, wie breit Umweltschutz ist. Und unser Klimaschutzbereich und Klimaanpassungsbereich ist deutlich fokussierter. Also wir fokussieren uns auf die Minderung der anthropogenen Einflüsse auf die Umwelt und auf das Klima. Und anthropogene Einflüsse bedeuten die Emission von Treibhausgasen und Landnutzungsänderungen. Das sind die zwei Hauptinstrumente, wo wir das beeinflussen. Und da fokussieren wir, da sind unsere alle Fragestellungen fokussiert. Und dafür muss man tatsächlich alle diese Grundlagen lernen. Also man muss verstehen, dass Klimawandel passiert und was sind eigentlich die anthropogene Ursache für den Klimawandel und was sind die natürlichen Grundlagen für den Klimawandel. Und das muss man klar und deutlich unterscheiden. Und nur dann kann man effizient diese Klimaschutzmaßnahme dann durchführen.
Und das versuchen wir zu erklären, also auch ein bisschen theoretisches Wissen bekommen die Studierenden und dann auch praktische Wissen, welche Instrumenten gibt es, um Klima zu schützen, also diese Einflüsse, menschliche Einflüsse zu reduzieren. Also es geht von Theorie auf Praxis tatsächlich auf allen Bereichen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja nicht nur Klimaschutz gibt, sondern das Klimawandel ist schon angekommen. Die Folgen sind zu beobachten, die sind spürbar und die müssen auch, diese negative Folgen, reduziert werden. Und das bedeutet Klimaanpassung. Das darf man nicht vergessen. Klimaanpassung ist die zweite Steinbein in unserem Studiengang. Und was auch sehr wichtig ist, was die Studierenden bei uns lernen sollen, dass die Konflikte zwischen diesen zwei Feldern reduziert werden sollen und die Synergien geschafft werden sollen. Was wir tatsächlich in der Realität beobachten, ist tatsächlich, dass einige Maßnahmen so wirklich ohne Rücksicht aufeinander durchgeführt werden. Und das ist nicht nachhaltig und nicht effizient. Und das lernen wir auch praktisch auch bei uns, wie man diese Konflikte reduziert und Synergien optimiert. Und auch nicht nur zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung, sondern wir arbeiten auch mit dem Umweltschutz und gucken auch, dass unsere Maßnahmen dann auch nicht umweltschädlich sind. Ja, das ist ja auch sehr wichtig. Und dafür, um dass diese Konflikte und Synergien dann wirklich oder die Folgen abzuschätzen, muss man wirklich wieder mal die Grundlagen sehr gut kennenlernen. Und deshalb, ich wiederhole jetzt, was der Umweltschutz gesagt hat. Die Grundlagen, Chemie, Physik und so weiter, sind wirklich wichtig. Und ich bekomme sehr oft auch die Frage, nachdem ich sowas erzähle, ich führe wirklich wöchentlich mehrmals die Gespräche mit Abiturienten, die fragen mich dann, das klingt aber alles sehr physikalisch. Ich habe aber meine Physik schon in 5. Klasse abgewählt. Schaffe ich das noch? Und ich sage, ja, natürlich schaffen Sie das alles. Und jetzt wollte ich ja tatsächlich Frau Mill fragen. Sie ist ja gerade frisch nach diesen ganzen Grundlagenstudien. Ist das wirklich so schaffen oder haben Sie sich fast umgebracht bei dem Versuch? Nein, umgebracht auf keinen Fall. Also ich habe persönlich auch in der 10. Klasse, also nach der 10. Klasse Physik und vor allem Bio abgewählt. Also Biologie war für mich so, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Hatte ich schon ewig nicht mehr, hat mich nie interessiert, tatsächlich nicht. Und ich wusste, also hatte auch kein Grundwissen mehr. Aber man muss wirklich sagen, dass die Dozenten große Arbeit leisten, was die Grundfächer angeht, vor allem Biologie, Physik, Mathe, Chemie. Hier werden auch oft Tutorien angeboten von höheren Semestern. Also das sind dann Studenten aus dem 6. Semester, aus dem 5. Semester, die dann mit einem Übungen durcharbeiten und einem bei Fragestellungen helfen. Einem auch Klausuren, also aus alten Semestern, zur Verfügung stellen. Manchmal stellen auch die Professoren selber ihre Altklausuren zur Verfügung. Damit kann man dann auch üben. Also für mich war Physik tatsächlich am schwersten und ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass ich es schaffe. Also ich hatte am Anfang schon ein bisschen Angst, weil ich sehr schlecht in Physik war. Aber da hat unsere Dozentin auch tolle Arbeit geleistet und da haben die Physiktutorien auch sehr gut geholfen. Und ich habe es dann tatsächlich auch beim ersten Versuch direkt geschafft. Also es ist auf jeden Fall machbar. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, dass das hinter dir liegt. Ja, Laura, wie ist es denn bei dir? Du bist ja schon quer rübergekommen sozusagen. Hast du in einer alten Hochschule oder in einem alten Studiengang schon diese grundlegenden Fächer gemacht und konntest du dir alle problemlos hier anerkannt bekommen? Wie läuft das denn, wenn man so quer rüberkommt? Ich glaube, da verwechselst du gerade was. Alexandra ist von einer anderen Hochschule zu uns gekommen. Ich habe hier bei uns Umweltschutz angefangen und habe dann zu Klimaschutz gewechselt. Genau, aber den Studiengang gewechselt hast du halt. Genau. Es geht ja dann um Anerkennung von Leistungen, die du schon gemacht hast. Genau. Da haben wir das ja auch schon angesprochen, dass uns das also als Hochschule auszeichnet, dass wir da ein bisschen drauf schauen, dass es dass dieser Wechsel leicht vonstatten geht und das war problemlos. Oder wie sind denn deine Erfahrungen gewesen? Du warst ja genau in diesem System, ich möchte wechseln. Ist das wirklich so einfach, wie das gerade beworben wurde? Auf jeden Fall, es war unglaublich einfach. Ich musste einfach nur einen Zettel ausfüllen. Ich konnte aussuchen, welche Klausuren ich mir anrechnen lasse, welche nicht. Es war ein Aufwand von 10 Minuten. Es war einfach, das Schwierige war einfach nur tatsächlich die Entscheidung zu treffen, okay, ich möchte mit Umweltschutz aufhören und mit Klimaschutz anfangen. Aber sobald die Entscheidung getroffen war, war es unglaublich einfach.
Und wie ist das im Laufe des Studiums? Gibt es auch Schwerpunktwahlen oder ist das praktisch ein so ein kondensierter Studiengang, dass es praktisch alle am Ende mit den gleichen Schwerpunkten rausgehen? Nee, wir haben auf jeden Fall eine Vielzahl an Wahlpflichtmodule. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal betonen, dass wir wirklich, wirklich coole Wahlpflichtmodule haben. Ich belege zum Beispiel in diesem Semester das Modul alpine Ökosysteme, ALÖK. Mhm. Und das ist ein Modul, wo man zum Beispiel eine Hausarbeit schreibt über den Alpenraum. Ich habe mich zum Beispiel in meiner Hausarbeit mit dem beobachteten Klimawandel in den Alpen auseinandergesetzt. Und theoretisch ist das so, dass man dann eine Woche dann in die Alpen fährt und mit den Kommilitonen die Sachen vor Ort sieht, mit denen man sich in der Hausarbeit auseinandergesetzt hat. In diesem Jahr findet es natürlich nicht statt wegen der ganzen Corona-Krise, aber wir haben wirklich schöne Wahlpflichtmodule, die wirklich Spaß machen. Und wenn man sich erstmal durch die Pflichtmodule durchgekämpft hat, sage ich jetzt mal, weil so schlimm sind sie eigentlich gar nicht, dann kommen wirklich spannende Sachen. Sehr schön. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss für diesen Studieneinblick. Ich bedanke mich sehr herzlich und bitte für unseren nächsten Studiengang, die Agrarwirtschaft, Professor Tölz und Christopher Köhnen zu mir. Hallo. Hallo. Hallo in die Runde. Ja, Agrarwirtschaft. Was kommt auf mich zu, Christopher? Wie war dein Einstieg an der Hochschule? Wie kamst du hierher? Was passiert in den ersten Semestern? Also an die TH Bingen kam ich durch persönliche Empfehlung von Freunden. Ich habe die Ausbildung gemacht in der Landwirtschaft nach meiner Schule und bin dann auch noch ins Ausland gegangen und habe auch da in der Landwirtschaft gearbeitet. Und Freunde, mit denen ich auch meine Ausbildung gemacht habe, haben direkt nach der Ausbildung begonnen, auf der TH Bingen zu studieren. Und haben mir dann immer wieder davon erzählt und das klang super, also kleine Semester, guten Kontakt zu den Professoren. Ich war auch mal da zu Besuch und konnte die Gegend sehen, konnte mir gut vorstellen, dort zu wohnen. Und ja, was kommt auf einen zu in den ersten Semestern? Also Grundlagen, hatten wir jetzt schon öfter besprochen. War für mich, weil ich ehrlich gesagt ein sehr fauler Schüler war, erstmal ein Riesenberg an Arbeit, aber ein totaler Anstoß, so viele Dinge zu lernen und so viele, also mein Mindset hat sich in den drei Semestern vergrößert. Ich konnte viel Wissen sammeln, weil man in so viele Punkte reinguckt. Und man kann Diskussionen ganz anders führen. Also in der Ausbildung habe ich gelernt, wie man es macht, aber nicht warum. Und dann führt man eine Diskussion ganz anders. Und jetzt weiß ich, wie man es macht und warum. Und man fühlt sich jetzt viel kompetenter und sicherer. Aber es ist ein Berg, den man bewältigen muss in den ersten drei Semestern. Aber das Tolle am Studieren ist, dass man niemals alleine vor dem Berg steht. Weil es gibt immer jemanden, der genau das Gleiche nicht versteht wie man selber. Und deswegen ist man immer zu zweit mindestens und kann daran arbeiten. Man findet ganz schnell neue Leute, weil jeder neu ist in dem Studiengang. Nach diesen ersten drei Semestern, Herr Tölz, was kommt denn da auf die Studierenden zu? Also Herr Köhn hat es ja gerade schon angesprochen, dass das Studium ziemlich breit ist. Man sagt auch, dass ein Landwirt eigentlich alles können muss. Und es deckt ja auch alle möglichen Bereiche ab. Also es ist, die Ökonomie ist mit dabei, dann haben wir die Naturwissenschaften dabei, das ist der Pflanzenbau, das ist die Bodenkunde, die damit eine Rolle spielt. Das ist natürlich Chemie, die Landtechnik kommt dann hinzu, da haben Sie Physik, Mathematik zum Beispiel, die Tierernährung, Biochemie spielt da eine Rolle. Also es ist wirklich, also vom Gesellschaftlichen übers Naturwissenschaftliche zum Ökonomischen ein sehr breites Studium. Und die ersten drei Semester sind für alle dieselben.
Man hat ein paar Wahlmöglichkeiten, aber eigentlich ist es ziemlich durchstrukturiert. Und danach kann man sich spezialisieren. Und wir haben aktuell 4 Richtungen, die wir als Vertiefungsrichtung anbieten. Die erste ist eigentlich keine Vertiefungsrichtung. Da macht man einfach in der Breite weiter. Und wir nennen das dann Landwirtschaft. Und dann gibt es 2 produktionsökonomische Vertiefungen, wo wir die Ökonomie mit dem Pflanzenbau verbinden oder alternativ die Ökonomie mit der Tierhaltung. Und da haben wir so ein bisschen das Berufsbild im Kopf von einem Bereichsleiter, der auf einem größeren Betrieb, also nicht der Unternehmensleiter, sondern der Bereichsleiter Tier oder Bereichsleiter Pflanze, großer Milchviehbetrieb, großer Ackerbaubetrieb zum Beispiel. Und dann gibt es die 4. Vertiefungsrichtung, die ist jetzt etwas neuer. Da haben wir auch einen neuen Kollegen für eingestellt und das ist die ökologische Agrarwirtschaft, was ja auch viele mitbekommen haben, ganz wichtiger, wachsender Bereich. Wir haben ja eigentlich oft das Problem, dass die Landwirtschaft eher mit niedrigen Preisen zu kämpfen hat, mit einem hohen Wettbewerbsdruck und auch mit sehr viel Marktmacht. Also die Landwirte und auch die Verarbeiter haben im Verhältnis zu den Supermärkten, dem Lebensmitteleinzelhandel, viel weniger Marktmacht. Und das ist manchmal auch ein bisschen frustrierend. Und in der ökologischen Landwirtschaft und der ökologischen Ernährungswirtschaft ist das ein bisschen anders. Wir hoffen, dass wir das auch erhalten können. Und überhaupt ist die ökologische Agrarwirtschaft natürlich auch ein Lösungsansatz, um die ökonomischen und die Umweltinteressen wieder zu vereinen und zu versöhnen. Also daraus lernen übrigens auch beide Bereiche. Wir ziehen da keine klare Grenze zwischen diesen der konventionellen und der ökologischen Agrarwirtschaft, sondern versuchen eigentlich aus beiden Seiten Gutes zu sehen und Vor- und Nachteile zu benennen. Das steht also nach dem 3. Semester an. Christopher, du hast gerade gemeint, du bist im 3. Weißt du schon, in welche Richtung du gehen willst? Ich bin im 4. Im 4. Ja, hast du schon gewählt. Dann bist du ja schon gewählt. Genau. Oh, und? Berätst du? Ich habe Produktionsökonomik Pflanze gewählt. Mhm. Und da sind viele Fächer beim Herrn Tüfs dabei. Also es geht hauptsächlich um die Betriebsplanung, um Controlling. Mhm. Also betriebswirtschaftliche Aspekte werden da sehr unter Augenschein genommen. Aber wir haben dadurch, dass es Pflanze ist, haben wir auch die Pflanzenernährung jetzt im 4. Semester. Mhm. Und die Agrarpolitik ist auch ein Fach. Und gerade eben hat die Laura ja auch die Wahlfächer angesprochen. Da haben wir, wir sind nicht so eingeengt. Also man wählt zwar und hat so einen Tiefpunkt, aber ich habe jetzt beispielsweise auch dieses Jahr Meteorologie beim Herrn Panferow als Wahlfach und auch Agrarökologie. Also man kann sich durch die Wahlmodule trotzdem weiterhin breit fächern und das ist total toll. Also das ist für mich auch dieses, was man am Studieren, was toll ist am Studieren, ist einfach, dass man Anstöße bekommt. Ich hatte vor 3 Tagen, habe ich beim Herr Schulte-Geltermann, der Agrarökologie unterrichtet, da hat er einen Vortrag über Agroforce gehalten und mir fällt jetzt der Begriff nicht ab. Permakulturen waren das. Permakulturen gehalten. Und jetzt denke ich seit drei Tagen schon drüber nach, wie man das bei uns auf dem Betrieb einrichten könnte. Und genau das ist Studieren. Also man bekommt Anstöße von den Professoren und kann die für sich selber auslegen. Und das ist ganz toll, weil wenn man sich mit einem Fach auseinandersetzen muss, dann tut man es auch. Wenn man es nicht muss, dann ist man meistens zu faul. Und ich finde, das ist so ein Pluspunkt fürs Studium. Bitte. Darf ich mich dazwischen klemmen nochmal? Also ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise, wenn man im Studium auch sich bewusst macht, dass man eine Wahl immer wieder treffen kann und dass man sich in bestimmten Fächern, also am Anfang hat man ja diese breite Front und man muss alle Fächer machen, aber da sind natürlich auch Fächer dabei, die einem nicht so leicht fallen und die einem auch nicht so viel Spaß machen. Und die kämpft man sich dann vielleicht durch und besteht dann diese Klausur und hat das abgehakt. Da nimmt man auch vielleicht nicht so richtig viel mit. Aber dann sollte es auch Fächer geben im Studium, die man wirklich gerne macht, wo man irgendwie, wo der Funke vielleicht zündet. Und in denen sollte man sich dann weiterentwickeln. Und dann hat man auch gute Karten, wenn man sich später bewirbt, dass man eben mit Enthusiasmus über diese Fächer sprechen kann. Und jeder Arbeitgeber hat Verständnis, dass man im Studium nicht alles in der vollen Breite machen konnte. Und zum Beispiel diese vertiefenden Studiengänge, die wir jetzt neu haben, die Produktionsökonomik Pflanze und Produktionsökonomik Tier, die sind entstanden aus der Initiative von Studierenden. Da hatten wir eine Gruppe von sehr aktiven Studenten, und die
die haben das eingefordert, die wollten das und die hatten auch schon Betriebe im Hinterkopf, auf die sie gehen wollten und haben gesagt, ich brauche die Tiere nicht. Der Betrieb, auf dem ich arbeiten werde, ist ein Pflanzenbaubetrieb. Und umgekehrt hatten wir Studierende, die gesagt haben, es muss die Tierhaltung sein. Und darauf haben wir reagiert und gesagt, okay, also die Argumente leuchten uns ein. Diese Kombination aus Ökonomie und diesem Produktionsbereich ist wirklich ein großes Arbeitsfeld. Und das haben wir jetzt verstetigt, das Ganze. Aber jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das nochmal, wäre das nochmal so eine, sowas, was ich gerne mitgeben möchte, dass Sie sich auch klar darüber werden, Sie können da ganz kritisch ins Studium gehen und Dinge, die Ihnen nicht gut gefallen, die machen Sie so notdürftig mit und schaffen Sie dann. Und dann starten Sie durch in den Dingen, die Ihnen Spaß machen. Auch das finde ich einen sehr positiven Abschlusssatz. Wenn Sie nicht noch etwas zutragen wollen, wären wir mit dem Bereich Agrarwirtschaft durch. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Und für die Studiengänge Regenerative Energiewirtschaft und Versorgungstechnik, Energie- und Verfahrenstechnik und Prozesstechnik begrüße ich Professor Seifang, Irene Huang und Jan Bustmann. Hallo. 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 Ja, wie immer erstmal eine Frage an die Studierenden. In den Studiengängen der Verfahrenstechnik ist es ja üblich, das wird man vielleicht beim Besuch auf unserer Homepage gesehen haben, dass man ein Vorpraktikum in einem einschlägigen Betrieb leisten muss. Und bei dir gab es eine synchronisierte Gelegenheit, sage ich mal, Jan. Wie war das denn bei dir? Genau, nach dem Abitur 2013, lange her, habe ich mich auch erstmal gefragt, okay, wie geht's weiter? Und hatte meine genaue Ausrichtung beruflich noch nicht gefunden. Deswegen war ich damals in ein freiwilliges ökologisches Jahr gestartet und habe im Verlauf des Jahres gemerkt, okay, ich möchte irgendwas machen, was der Umwelt nutzt. Ich möchte ja auch so ein Stück Welt retten, wie das verschiedene andere hier auch schon angesprochen haben. Und in dem Kontext habe ich mich dann weiter umgesehen, was gibt es denn für Angebote in der Region, mit denen man da vielleicht einen sinnvollen Beruf ergreifen kann. Und so kam ich dann zur regenerativen Energiewirtschaft an die Technische Hochschule Bingen, die jetzt auch mit der Versorgungstechnik zusammengegangen ist. Und ja, ich muss sagen, ich fand das sehr angenehm, dass die 12 Wochen Vorpraktikum, die gefordert wurden, mir dann vollständig anerkannt wurden in Form des freiwilligen ökologischen Jahres, sodass ich nicht zwischen Studienbeginn und dann doch eine 38-Stunden-Woche noch 12 Wochen Praktikum aus dem Hut zaubern musste. Sehr schön. Irene, bei dir ist auch eine Besonderheit. Du studierst dual. Das hatten wir heute auch noch nicht auf dem Programm. Was bedeutet das denn? Also ich studiere jetzt Prozesstechnik als Ausbildung im integrierten Studiengang. Das heißt, ich mache eine vollwertige Ausbildung und studiere berufsbegleitend bzw. jetzt hier ausbildungsbegleitend Prozesstechnik bzw. Verfahrenstechnik an der Hochschule. Das heißt, die Berufsschule funktioniert wie jede andere mit die Ausbildung mit Berufsschule und Praxis in der Firma, im Betrieb. Ich habe dort auch einen Arbeitsvertrag beim Böhringer Ingelheim. Und alle 14 Tage, Freitag und Samstags, gehe ich dann an die Hochschule und habe dort dann von mittags bis abends, beziehungsweise früh bis mittags, habe ich dann meine Vorlesung und gehe dann montags wieder ganz normal arbeiten. Okay, gut. Mit Böhringer Ingelheim hast du natürlich mit Bingen die Wahl praktisch lokal begründet. Jan, bist du auch aus der Region hier oder wie kamst du an die Hochschule? Ja, ich bin tatsächlich auch in Bingen aufgewachsen und finde es wahnsinnig schön hier. Es gibt ja so Menschen, die brauchen die große Stadt. Unter 1 Million Einwohner geht nichts. Und ich denke mir, Weltkulturerbe, oberes Mittelrheintal, wir wohnen und lernen hier, wo andere Urlaub machen. Und ja, auch das Vereinsleben hier im Ort, abseits der Hochschule, ist rege. Man kann hier seine Zeit auch fröhlich verbringen. Das klingt ja gut. Herr Seifang, jetzt haben wir schon einen Vertreter der regenerativen Energiewirtschaft und eine Vertreterin der Prozesstechnik gehört. Energie- und Verfahrenstechnik prangt im Hintergrund. Was kann man sich als Abiturient oder Abiturientin darunter vorstellen? Ja, also wir sind ja heute auch in der Situation, dass wir hier 3 Studiengänge auf einmal vortragen dürfen und das ist auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass es schon eine separate Veranstaltung gab, wo das alles vielleicht auch ein bisschen detaillierter
erklärt ist. Aber um die Frage zu beantworten, Energie- und Verfahrenstechnik ist im Endeffekt die technische Wissenschaft, die sich um Prozesse kümmert. Und zwar Prozesse entweder zur Energiewandlung, also das, was wir sehen bei jeder Solarzelle, bei jedem Windkraftrad oder auch noch, klar, beim klassischen Kraftwerk auch noch, was allerdings ja vielleicht nicht mehr ganz so die Rolle spielt. Oder eben auch auf der anderen Seite die Stoffumwandlung, also alles, was man eben dann auch als Gebrauchsgüter im Endeffekt in Händen hält, wird in Prozessen irgendwo hergestellt. Das fängt an bei irgendwelchen, bei Lebensmitteln über irgendwelche Medikamente zum Beispiel, die dann einfach in der Pharmaindustrie hergestellt werden, aber auch ja, jedes Bauteil, das aus Kunststoff um uns herum existiert, kommt aus einem Stoffumwandlungsprozess, der von einem Verfahrenstechniker ausgelegt wurde und auch betrieben wird. Okay. Bei der regenerativen Energiewirtschaft und Versorgungstechnikern, da bist du ja möglicherweise auch, zumindest am Anfang des Studiums, synchron mit einigen der Energie- und Verfahrenstechnik-Studenten gewesen, aber ihr unterscheidet euch ja dann vielleicht auch des Studiengangs schon. Wohin geht das denn bei euch? Genau, also das allgemeine Grundstudium, was auch absolut notwendig ist, wie klassische Mathematik, Physik, Chemie, wir haben es ja heute schon mehrfach gehört, Mechanik als Ergänzung zur Physik. All diese ganzen Studiengänge belegen wir parallel zu den Energie- und Verfahrenstechnik-Leuten beziehungsweise mit denen zusammen. Und das Ganze differenziert sich dann weiter auf. Irgendwann gehen wir dann noch tiefer in die Energietechnik hinein, regenerative Energietechnik, aber auch klassische Energietechnik, Kraftwerkstechnik, wo dann thermodynamische Prozesse von einem Gas- und Dampfkraftwerk beispielsweise auch untersucht werden. Denn am Ende des Tages ist das hier kein Studiengang, aus dem man ideologisch geprägt rauskommt und sagt, wir pflastern jetzt alles mit Solarzellen und Windrädern zu, sondern wir gucken da auch sehr genau, auch mit Volkswirtschaftslehre und BWL im Hintergrund, wie können wir für das Gesamtsystem eine sichere und günstige Versorgung sicherstellen auf verschiedenen Ebenen. Einmal die große Energiewirtschaft auf Deutschland oder noch größeren Wirtschaftsraum wie Europa beispielsweise bezogen. Andererseits aber auch wieder bis hinein ins einzelne Gebäude für Insellösungen, Solarzellen auf dem Dach. Alles Mögliche muss ja ausgelegt werden und ja, viele Dinge müssen einfach auch im Detail erst einmal verstanden sein, bevor man dann in großen Aktionismus verfällt. Wahre Worte, ja. Irene, bei deinem dualen Studiengang habt ihr inhaltlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten mit Energie- und Verfahrenstechnik, Prozesstechnik. Mhm. Aber wie du ja gesagt hast, hast du auch den Betriebsalltag in der Ausbildung. Das ist ja schon eine enorme Doppelbelastung. Ja. Wie schafft man das? Und wie kommt man überhaupt darauf, das zu tun? Also das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ja, jedes zweite Wochenende fällt bei mir leider aus. Ja, also für mich war das auf jeden Fall wichtig gewesen, für mich persönlich, dass ich auch Geld verdiene neben dem Studium. Das kann man natürlich mit einem Nebenjob machen, aber für mich war das wichtig, dass ich mein Studium auch mit meiner Arbeit verbinden kann und das direkt von vornherein. Und alles, was ich im Studium lerne, kann ich in der Ausbildung direkt in der Praxis sehen oder auch anwenden. Und andersrum ist es aber auch genauso. Also was ich in der Ausbildung lerne, vertiefe ich nochmal in meinem Studium. Das heißt, ich sehe nicht nur eine Anlage arbeiten, ich arbeite nicht daran. Ich lerne diese ganze Theorie, wie die Verfahren, wie die Prozesse ablaufen und wie auch die Anlagen zusammengebaut sind, wie die Kräfte von den einzelnen Bauteilen miteinander wirken. Das lerne ich dann alles auch nochmal detaillierter im Studium und diese Kombination ist halt etwas, was auch das Lernen manchmal echt vereinfacht, wenn man sich das halt besser bildlich vorstellen kann. Mhm. Und diese Doppelbelastung, die ist halt, die ist da, aber wenn man sich gut organisiert und immer schön entspannt bleibt, dann funktioniert das echt gut. Also man darf sich da gar nicht verrückt machen und es ist aber auch gut machbar. Also man nimmt sich dann die Freizeit, man sagt jetzt vielleicht nicht mal spontan, ja, heute gehe ich jetzt da und da hin, sondern ich plane vielleicht mal einen Tag voraus und sage, ja, dann nehme ich hier morgen die Freizeit und habe halt übermorgen die Vorlesung. Also das ist gut machbar.
Also wenn man in puncto Selbstorganisation einigermaßen zurechtkommt, dann kriegt man das, kriegt man es gestemmt. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, also im späteren Verlauf des Studiums gibt es wie so oft Vertiefungsrichtungen. Welche stehen mir denn in der Energie- und Verfahrenstechnik zur Verfügung und wie grenzen die sich so etwa inhaltlich ab voneinander? Also das ist eigentlich schon auch die klassische Unterteilung, wie ich die vorher auch genannt habe. Es gibt zum einen eben die Energietechnik, zum anderen gibt es eben die Verfahrenstechnik. Und wie gesagt, die Energietechnik dann eben auch mit gewissen Parallelen und Anknüpfungspunkten an die regenerative Energiewirtschaft kümmert sich eher um die Prozesse und versucht, die Prozesse zu verstehen und auch auf allen Detailebenen zu verstehen, die sich mit der Energieumwandlung beschäftigen. Und auf der anderen Seite die Verfahrenstechnik geht dann eher in Richtung der Stoffumwandlung. Also dann, wie mache ich aus dem einen Material ein anderes? Das sind eigentlich so die klassischen Unterteilungen, die auch hier gelebt werden in Bingen. Ja, von anderen Studiengängen haben wir auch schon ein bisschen was gehört über praktische Anwendungen, oder Praktika oder auch Exkursionen. Wie sieht das in den drei Studiengängen aus? Ja, wir sind in dem Zusammenhang auch sehr aktiv. Oder ich weiß nicht, vielleicht wollen die Studierenden auch antworten, dann kann ich mich da auch zurücknehmen. Gut, dann nehme ich das mal in die Hand. Wir hatten im Verlauf des Studiums in sehr vielen Fächern verschiedene Praktika, zum Beispiel in der Physikvorlesung. Das wurde begleitet mit verschiedenen Versuchen zur Messtechnik, allgemein auch zur Auswertung, was wichtig ist, wenn man irgendwann ernsthafte Wissenschaft betreiben will, dass man seine Ergebnisse auch nach einer Methodik erhebt, die dann am Ende dem Peer Review standhält und auf die Art und Weise wurde man da schon mal gut rangeführt. Zum Thema Exkursion kann ich sagen, wir haben mit dem Studiengang verschiedene Stätten besucht. Was recht eindrücklich war, war zum Beispiel auch das nun mehr oder weniger stillgelegte Steinkohlekraftwerk in Bexbach, wo man auch nochmal die klassische Energiewirtschaft wirklich in voller Größe erlebt und sieht, aha, 800 Megawatt Steinkohleblock, das ist wirklich eine Hausnummer und da braucht man schon viele Dachflächen mit Solarzellen, um auch nur annähernd so viel Energie bereitstellen zu können. Das schafft auch nochmal ein Gefühl für die Herausforderungen, die wir hier für die nächsten Jahrzehnte auf uns geladen haben. Ja, und bei mir im berufsbegleitenden Studiengang ist das so, wenn wir Praktika haben, geht das je nachdem, in welcher Firma man arbeitet und welche Vorbildung man mitbringt. Also ich habe bei mir im Studiengang Kommilitonen, die jetzt den Meistertitel haben in Chemietechnik zum Beispiel, die können sich ihre Meisterkurse, die sie vorher schon besucht hatten, auch als Praktikum anrechnen lassen. Bei uns war das zum Beispiel so, dass wir zum Beispiel auch ein Analytik-Praktikum in der Firma selbst machen konnten, in unserem Labor, wo unsere Ausbilder das begleitet haben. Aber dann haben wir auch auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel bei Herrn Seifang unseren Wärmestoffübertragung-Praktikum haben wir dann direkt an der Hochschule im Labor gemacht. Also es gibt so einen Mix aus beidem, dass man im Betrieb und in der Hochschule beides macht. Wenn ich das vielleicht gerade noch ergänzen darf, von eben, es gibt auch einzelne Module, die sehr auf Praxis bedacht sind, zum Beispiel verschiedene Sachen, die als Blog-Seminar angeboten werden. Wir hatten dort mit RStudio, einem wirklich mächtigen Statistikprogramm, was man gut einsetzen kann, wenn Excel versagt, einen intensiven Workshop für eine Woche, ebenso Stromnetzplanung oder Grundlagen numerischer Strömungssimulationen, wo mit einem 3D-modellierten Bauteil ein Strömungskanal geflutet wurde und wir mit professioneller Software, wie sie in der Wirtschaft auch angewendet wird, dann eigene Berechnungen und Modellierungen angestellt haben. Verschiedene andere Energiemodellierungsprogramme wie Energy Plus, Energy Pro oder Hodgenrod sind da ebenfalls Bestandteil. Das sind dann auch tatsächliche Fähigkeiten, die man später im Berufsleben durchaus brauchen kann. Alles klar, vielen Dank. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank für die Informationen. Und bitte als letzten Studiengang die Vertreter der Biotechnologie und medizinischen Biotechnologie
Professor Lehmann und Mike Heider zu mir. Hallo. Hallo, hallo aus Leverkusen. Ja, Mike, das habe ich auch schon gehört, dass du aus Leverkusen kommst und auch komplett von dort aus studierst, die medizinische Biotechnologie. Das klingt interessant. Erzähl mal. Ja, ist für mich auch super interessant und neu und spannend. Das Gute an dem Studiengang ist, dass es aus der Ferne, all dem online durchgeführt werden kann und dass es für mich dann eine weitere Bereicherung ist. Und die meisten Kommilitonen, die bisher gesprochen haben, stehen immer am Anfang meistens ihres Berufs und Lebenswegs. Und wir hier in der medizinischen Biotechnologie, sie sind schon in der Mitte oder schon etwas fortgeschrittener. Ich habe zum Beispiel eine Ausbildung als BTA gemacht, habe an der Uni in Innsbruck gearbeitet, habe sehr viele Jahre in der Biotech-Branche gearbeitet und bin jetzt in das Gesundheitswesen gewechselt und mache da Laborinformationssysteme in der klinischen Chemie und beschäftige mich damit Laborautomation. Und hier im Studium, das sehe ich jetzt als eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ja, meinen fachlichen Horizont zu vertiefen, zu erweitern und das zu nutzen für den Beruf. Weil du jetzt schon so praktisch vorgeprägt bist, aber trotzdem nochmal mit den Erstsemestern, sage ich mal, parallel die Lehrveranstaltungen hast. Wie sehr am Anfang inhaltlich befindet man sich denn im ersten Semester oder braucht man wirklich ein ähnliches Vorwissen, wie du es mitbringst? Ja, also bei uns in dem Studiengang ist ja eine Berufsausbildung Voraussetzung, um das Studium zu beginnen. Und es ist so jetzt, je nachdem, was man für eine Ausbildung hat, bei uns gibt es BTAs, MTAs, lassen sich natürlich verschiedene Inhalte, verschiedene Module in den ersten 3-4 Semestern des Grundstudiums anrechnen. Bei mir zum Beispiel persönlich ist es jetzt so, da ich molekularbiologisch gearbeitet habe und Zellbiologie, in der Zellbiologie gearbeitet habe, brauche ich diese Module nicht zu belegen. Also das im ersten Semester zum Beispiel habe ich ein Pensum von ganzen 2 Modulen, die ich machen muss. Und im zweiten Semester sind es dann 3 Module und auch im Vertiefungsstudium habe ich dann schon in der, also zum Beispiel im Fach Molekularbiologie, muss ich dann auch nicht machen. Das ist ja das Schöne hier auch an der TH Bingen, dass diese Berufserfahrung, die man gesammelt hat, die Kenntnisse, die man gesammelt hat, wirklich geschätzt werden. Und von daher habe ich jetzt im ersten Semester, um das mal plastischer zu machen, wirklich nur Mathematik zu durchlaufen und die Immunologie. Herr Lehmann, jetzt haben wir das gehört für die medizinische Biotechnologie, dass wir eine Berufsausbildung vorher brauchen. Ist das bei der Biotechnologie auch so? Nein, also wir vertreten ja beides, einmal die Biotechnologie und die medizinische Biotechnologie. Über die Biotechnologie haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, in diesem separaten Forum. Deswegen ist es so ein bisschen was Besonderes für die medizinische Biotechnologie. Das stimmt schon, das ist auch so, wie man so will, ja, der jüngste Studiengang, den wir jetzt gerade anbieten. Mhm. Also Herr Heider ist ja im ersten Semester und er ist quasi einer der Ersten, die das jetzt auch durchführen oder mitmachen. Und wie er auch schon betont, ist es tatsächlich so, dass wir hier tatsächlich die Zulassungsvoraussetzung haben, eine abgeschlossene Berufsausbildung als MTA, BTA, vergleichend aber auch PTA, also pharmazeutisch-technische Assistentin. Aber vielleicht mal so ein Blick in die Zukunft, auch wenn das noch nicht so ganz umgesetzt worden ist, denken wir doch daran, den Studiengang auch zu öffnen, nämlich nicht nach Ausbildung letztlich zu orientieren als Zulassungsvoraussetzung, sondern eher nach Kompetenzen. Also wir wollen in Zukunft tatsächlich auch öffnen für Leute, die genauso die Zellbiologie gemacht haben wie Herr Heider, nur vielleicht innerhalb sogar eines Studiums. Oder wir haben ja auch schon ganz viele Anfragen von Medizinstudierenden. Die haben auch ihr Physikum hinter sich, also die haben sämtliche Kompetenzen, die wir eigentlich, und Herr Heider hat es ja auch angesprochen, so in den ersten beiden Semestern so als Auffangbecken haben, wo wir sagen, das ist die Phase, wo wir ja nivellieren im Prinzip, also wo wir versuchen, Leute auf ein Niveau heranzuführen und eben diese beiden Semester auch nutzen, um Anerkennung auch zu finden. Also in Zukunft, wie gesagt, wollen wir auch versuchen, andere einschlägige Studiengänge mit zu berücksichtigen, sodass wir nach Kompetenzen auswählen können. Und dann geht das Studium erst so richtig los im dritten Semester, nach dieser Anerkennungsphase.
wo wir wirklich drei große Säulen haben im dritten, vierten und fünften Semester. Einerseits ist es die medizinische Labordiagnostik, an der anderen Seite ist es das Qualitätsmanagement Richtung klinische Studien, aber auch ganz wichtig das Datenmanagement. Da will ich auch gleich einen Einsatz noch dazu verlieren. Wir haben nämlich sehr genau hingehört, als wir den Studiengang entwickelt haben, sind also zu den Firmen gefahren, zu den Labordiagnostikunternehmen und allen gemeinsam war, dass sie alle sagten, die Labordiagnostik hat sich verändert. Das ist nicht so wie vor 30 Jahren, sondern das ist ein hochinnovatives Feld. Teilweise ändert es sich täglich. Hochinnovativ heißt auch digitalisiert, automatisiert. Und genau da wollen wir rein, dass wir also ganz aktuell immer wieder die neuesten Tendenzen mit aufnehmen können und die auch entsprechend vermitteln. Und das andere ganz Wichtige ist natürlich, sind die Daten. Das muss ich ganz kurz auch noch erwähnen. Gerade viele Mediziner sagen, wir sitzen auf einem Berg von Daten, aber wir können sie nicht verarbeiten, weil die Kompetenzen, ich sage mal, so ein bisschen in eine Richtung gehen, nämlich in Richtung Bio oder überhaupt in Informatik. Und da ist es ganz wichtig, dass Mediziner auch und medizinisch-technische Assistenten trainieren, mit den Daten umzugehen. Also da gibt es so einen Begriff Data Literacy. Also wie erhebe ich Daten, wie verwerte ich sie und wie präsentiere ich sie? All das kommt jetzt im Studiengang vor. Das ist dann so die Kernkompetenzen, die wir vermitteln wollen. Und auch die restlichen Semester werden auch alle komplett online abhalten, so wie jetzt hier das erste Semester gerade läuft. Also kann ich praktisch den kompletten Abschluss machen und nur einmal, um meine Urkunde in Empfang zu nehmen, DTH betreten. Das ist in der Tat so. Ich will das gerade kurz aufnehmen. Das ist nämlich das Besondere an dem Studiengang. Es ist, ich sag mal so, mit der Überschrift Fernstudium erreichen wir nicht das, was wir eigentlich damit aufgebaut haben. Also Fernstudium, so wie wir es klassisch kennen, ist letztlich, ja, man hat irgendwelche Unterlagen, die verschickt werden. Nein, wir haben uns vorgenommen, ein reines Online-Studium anzubieten. Also sämtliche Module finden online statt. Und da kommt natürlich auch immer ganz oft die Frage, ja, wie macht ihr das mit den ganzen praktischen Sachen? Und dazu kann ich nur sagen, hatten wir eine tolle Idee, nämlich, das ist ja auch schon in anderen Studiengängen verwirklicht, diese Praxisintegration, wo wir sagen, die praktischen Inhalte, das machen die Leute in den Firmen, teilweise in den Firmen, wo sie beschäftigt sind, teilweise aber auch in Firmen, die sie vielleicht mal kennenlernen wollen und alles vor Ort. Also die müssen nicht nach Bingen kommen, die können, also Heider kann das in Leverkusen, gibt es auch eine große Firma, da vielleicht machen, der kann es aber auch, vielleicht sagt er auch kurz noch was dazu, woanders machen. Ja, genau, Herr Professor Lehmann, das sehe ich ja auch als großen Gewinn in diesem Studiengang an. Also meine persönliche Intention, diesen Studiengang zu machen, ist wirklich ja erstmal die persönliche Bereicherung, aber eben, weil ich jetzt auch in neuem Gesundheitswesen bin und eben diese datengetriebene und automatisierte medizinische Biotechnologie, also im Rahmen der klinischen Chemie kennenlerne, sehe ich das als ideal an, jetzt hier entweder die Karriere weiter voranzutreiben. Vielleicht aber auch, wenn ich jetzt gerade im ersten Semester mir die Immunologie anschaue, da gibt es die Aufgabe, eine Hausarbeit durchzuführen. Und da lesen wir dann auch schon an vorderster Forscherfront Paper. Und womit ich mich gerade beschäftige, ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und da tut sich für mich jetzt auch wieder die Möglichkeit auf, jetzt in den 3,5 Jahren des Studiums 4 Jahre, dann zu überlegen, vielleicht doch nochmal einen Laufbahnwechsel vorzunehmen, nochmal in ein anderes Gebiet zu gehen und dann eben auch die, wie der Herr Professor Lehmann schon angesprochen hat, die verschiedenen Praxisphasen dafür zu nutzen, dieses neue Gebiet kennenzulernen, Firmen kennenzulernen, vielleicht den einen oder anderen Forscher kennenzulernen und den Laufbahnwechsel vorzubereiten, vielleicht ein Masterstudium anzuschließen oder eine Promotion. Also das ist ja auch dieser riesige Vorteil durch diese Verzahnung, dieses Studienangebot, dass man diese drei Optionen hier wunderbar hat. Also die persönliche Bereicherung, jetzt meine derzeitige Karriere, die ich dann in meiner neuen Firma angehen kann, mich da umschauen kann, vertiefen kann, mir anschauen kann oder eventuell gar nochmal zu wechseln. Okay. Vielen Dank für diese Einblicke. So. Damit sind wir am Ende der Vorstellungsrunde angekommen und wir haben jetzt noch ein paar Minuten, um Fragen aus dem Chat zu beantworten oder welche, die uns per E-Mail erreicht haben. Und die erste
die sich stellt, behandelt das Wintersemester, das kommende, und die Frage danach, wie denn die Anteile von Digitallehre und Präsenzlehre sein werden. Da ist ja ganz klar, dass sich das auch darauf auswirkt, wenn ich sehr häufig an der TH sein muss, dass ich möglicherweise hierher ziehe, oder wenn ich nur 2 Tage kommen muss, dass ich vielleicht von einem etwas weiter entfernt gelegenen Wohnort hierher pendle. Kann oder mag einer der Professoren sich dazu äußern? Frage ich mal in die Runde. Herr Tötz, ja, bitte. Wahrscheinlich mag keiner so richtig gerne, weil das total unsicher ist, weil wir das alles nicht wissen und weil wir das nicht bestimmen können, sondern das kommt von oben. Und wenn die Politik uns nicht erlaubt, Präsenzvorlesungen zu machen, dann können wir das auch nicht machen. Aber generell finde ich das, also bei unseren Agrarstudenten empfehle ich ihnen immer, dass sie sich eine Wohnung oder eine WG suchen in Bingen, damit sie vor Ort sind und damit sie in diese Studienatmosphäre kommen. Viele unserer Agrarstudenten kommen vom Betrieb und sind dort stark eingebunden. Und wenn man diese Verpflichtungen hat, dann fällt es einem schwer, die notwendige Zeit fürs Studium zu investieren. Also deshalb denke ich, ist immer sehr, sehr gut, wenn man vor Ort ist. Es könnte Ihnen passieren, dass Sie in diesem Wintersemester sich eine Wohnung suchen oder ein WG-Zimmer und dann am Ende doch nicht so viel präsent sein müssen. Das könnte passieren. Das ist also ein gewisses Risiko, was Sie eingehen. Aber wir reden da ja wahrscheinlich nur noch über ein Semester. Ich habe die Hoffnung, dass es sich danach dann wirklich entspannen wird. Also wir können es nicht sicher sagen. Es gibt Kollegen, die gehen von einem Mix aus, dass Online-Vorlesungen kombiniert werden mit Präsenzveranstaltungen. Es ist auch möglich, dass es komplett digital weitergeht. Dass es wirklich der komplette Regelbetrieb sein wird, halte ich für unrealistisch. Aber trotzdem, ich würde eventuell Ihnen empfehlen, dass Sie vielleicht doch auf WG und Wohnungssuche gehen und im Zweifelsfall vielleicht ein Semester mehr Mietausgaben haben. Vielen Dank. Das leitet auch schön über in eine zweite Frage, die sich eher an die Reihe der Studierenden richtet. Wie ist denn der Wohnungsmarkt in Bingen? Gibt es da vielleicht ein paar Erfahrungsberichte? Wer hat eine Wohnung hier einfach gefunden? Wer lebt vielleicht in einer WG oder wie auch immer? Da könnt ihr euch einfach gerne dazuschalten. Und die Laura war halt die schnellste. Bitte. Also ich persönlich wohne auch gerade in einer WG. Und bei mir ist gerade eine Mitbewohnerin ausgezogen. Dementsprechend haben wir unser Zimmer in WG gesucht reingestellt. Also falls ihr gerade auf der Suche nach einer Wohnung seid, WG gesucht ist immer ein guter Anlaufsort. Und da haben wir natürlich geguckt, wie viel Konkurrenz wir haben. Und wir haben gesehen, dass gerade unglaublich viele WGs bei WG gesucht online sind. Das heißt, ich würde sagen, dass es jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist, um eine WG zu suchen. Aber vielleicht könnt ihr anderen ja auch noch was dazu sagen. Ja, Irene, wie ist denn deine Erfahrung? Also ich wohne ja in einer eigenen Wohnung hier in Bingen und für mich war das eigentlich richtig einfach, eine Wohnung zu finden, weil ich habe auf ImmoScout zum Beispiel geguckt und das war halt, also man hat auf jeden Fall Auswahl und vom Preis her ist es auf jeden Fall in Bingen nochmal einfacher, Wohnungen zu finden und auch nicht zu teure Wohnungen wie Mainz zu finden. Also es ist auf jeden Fall nicht zu schwer. Ja, ich würde dann nochmal kurz ergänzen. Also ich habe meine WG auch sehr schnell gefunden und ich habe mir auch insgesamt 4 WGs angucken können, auch in 2 Tagen. Also das ist auch kein Problem, dass du ewig warten musst, bis du einen Termin findest. Und zudem gibt es aber auch noch 2 Wohnheime in der Bingen von der TH aus. Also falls man irgendwie Probleme hat, eine WG zu finden, kann man notfalls auch ins Wohnheim ziehen. Da muss man sich halt vorher anmelden und für einen Platz bewerben, aber die Möglichkeit gibt es dann auch noch. Vielen Dank. Ich würde nur ganz kurz noch eine kleine Sache ergänzen. Und zwar, ich würde euch wirklich empfehlen, auszuziehen von zu Hause, weil ich finde, dass das ganze Studentenleben daraus besteht, dass man nicht mehr zu Hause wohnt, dass man das erste Mal alleine kochen muss, waschen muss und mal ganz für sich alleine gestellter ist. Und ich hätte es unglaublich schade gefunden, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte. Deswegen, für mich ist es
eher eine Bereicherung, in einer WG zu wohnen und halt nicht mehr zu Hause, auch wenn ich sehr gerne zu Hause gewohnt habe. Danke, aber Laura, da wo du gerade da bist, bleib doch bitte. Du hast vorhin erzählt, dass du im ASTA tätig bist. Genau. Was ist das? Von der Schule kommend ist das wahrscheinlich den meisten kein Begriff. Was verbirgt sich dahinter? Was ist dein Alltag dort? Mhm. ASTA steht für Allgemeiner Studierendenausschuss. Und das ist einfach so ein bisschen wie die Schülervertretung. Da ist es aufgebaut in verschiedenen Referaten. Also es gibt zum Beispiel das Sportreferat, Kulturreferat, Asterix-Referat. Im Sportreferat veranstaltet man Sportveranstaltungen. Im Moment gibt es zum Beispiel einen Online-Yoga-Kurs. Im letzten Semester gab es einen Selbstverteidigungskurs oder einen Tanzkurs. Der Asterix-Referat oder das Asterix-Referat ist für die ganzen Partys verantwortlich. Beim Kulturreferat werden Städtefahrten geplant. Im letzten Semester sind wir zum Beispiel nach Prag gefahren, was wirklich cool war. Es war so wie eine kleine Klassenfahrt, beziehungsweise eine große Klassenfahrt, weil da relativ viele mitgefahren sind. Also allgemein kann man sagen, dass wir dafür verantwortlich sind, das Studentenleben zu bereichern. Außerdem gibt es auch noch das Stupa. Alexandra ist aber im Stupa tätig. Vielleicht kann sie da ja noch ein bisschen mehr zu erzählen. Okay, das ja, genau. Nehmen wir gerne als letzte Antwort noch, denn wir sind zeitlich am Rahmen. Aber Alexandra, bitte. Ja, ich versuche es mal kurz zu machen. Also das Stupa ist das Studierendenparlament der TH Bing. Wir sind quasi die Politik hinter den Tätigkeiten, die der ASTA durchführt. Also wir müssen auch, wenn der ASTA große Beträge ausgeben will, müssen wir vorher einen Antrag von denen kriegen und müssen dem auch zustimmen. Wir treffen uns dafür auch normalerweise alle 2 Wochen mit unserem Parlament. Und wir haben 2 Parlamentsvorsitzende, also einen Präsidenten und eine Vizepräsidentin. Und die werden auch am Anfang des Semesters von den Parlamentariern selber gewählt. Also falls man sich ein bisschen politisch interessiert und auch mal hinter das Hochschulgeschehen schauen möchte, ein bisschen Hintergrundwissen sammeln will, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, dem Stupa beizutreten. Also man kann sich am Anfang des Wintersemesters werden Listen ausgeschrieben. Da können sich Leute aufstellen lassen. Dann gibt es Wahlen. Da können die sich wählen lassen oder auch tatsächlich selber wählen. Und es haben insgesamt 40 Leute Platz im Stupa. Also wenn weniger als 40 Leute sich aufstellen lassen, kommt man schon mit einer Stimme rein. Natürlich, wenn es mehr sind, dann nicht. Aber falls sich jemand dafür interessiert, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Vielen Dank für die Erfahrung. Ja, damit sind wir am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich hoffe, wir konnten Interesse wecken und können möglicherweise den einen oder die andere zum Wintersemester hier an der TH begrüßen. Weitere Informationen finden Sie selbstverständlich auf unserer Homepage www.th-bingen.de. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.